I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Auf einer neuen Wanderung hier durch Bergische. Also, wie ihr gesehen habt, wir sind nicht Richtung gerade vom Wald gegangen. Somit geht es heute nicht nach Rüggeberg. Die Ereignisse haben sich überschlagen in dieser Woche in mehrerlei Hinsicht. Einmal hat es die ganze Zeit geregnet, zwischendurch auch wirklich mal Starkregen. Das ganze Tal hat die Woche über den Füllstand der Wuppertalsperre beobachtet. Jeep. Die ist von 60% auf 75% hochgegangen. Das Problem ist, dass sehr oft viel reinfließt und nicht so viel rausgelassen wird. Man muss sich halt vorstellen, dass die vom Wupperverband bestimmt ziemlich genau wissen, wie viel in den Wupperlauf nach der Wuppertalsperre reinpasst, damit die Leute in Elberfeld nicht nasse Füße bekommen. Anfang der Woche waren es so 20 bis 30 Kubikmeter pro Sekunde, die da rausgingen. Und jetzt sind so 40 bis 50 Kubikmeter die Sekunde, die rausgelassen werden. Sprich, schon mehr. Ich war die Woche auch unterwegs und hab das ein bisschen festgehalten. Jetzt wollte ich aber doch mal nach Beyenburg runter, weil da kam mehrere Male die Meldung, dass die Wupper am Bielstein über die Ufer tritt. Und das Ding ist, dass es da ja noch weniger Auslass gab an der Wuppertalsperre. Somit, wenn es jetzt mehr ist, wird die da wahrscheinlich schon über die Ufer getreten sein. Dazu ist es so, dass alles, was von den Feldern hier ins Tal in die Wupper fließt, kommt ja gar nicht mehr durch eine Talsperre durch, sondern fließt durch Wuppertal an Solingen, Remscheid vorbei Richtung Leverkusen in den Rhein. Alles, was hier runterläuft, kommt noch zusätzlich dazu und wird gar nicht durch die Wuppertalsperre erfasst. Ich sag mal, an der Wuppertalsperre, die liegt zwischen Hückeswagen und ja, gerade vom Wald Lennep, da kann man immer so ein bisschen sehen, wie viel an Durchfluss durch die Wupper kommt, weil die halt so ein tolles Online-Portal haben. Hier, das, was hier runterkommt, muss man jetzt einfach hoffen, dass das nicht so viel ist, dass das in Elberfeld die Füße nass macht. Weiteres Problem ist, ich würde ja jetzt runtergehen in die Brambecke und mal gucken, wie toll das da murmelt und wie voll die Becken da sind oder Bäche. Problem ist aber immer noch, das ist meine Schuhe in den letzten Atemzügen sind. Also sind noch bequem, laufen noch, läuft alles, aber man merkt halt, ich rutsche sehr schnell weg. Und jetzt in den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet, sprich der Waldboden ist matschig und das ist nicht schön. Ich habe das die Woche zweimal gehabt, dass man dann an so Stellen steht, wo man wirklich einfach ganz schwer nur noch wegkommt, weil man halt gar keinen Grip mehr hat. Man rutscht, rutscht, rutscht. Und wenn man das schon mal erlebt hat, wenn man so einen Berg runterrutscht, dann hilft es auch nicht weiterzugehen, weil man rutscht ja. Also man muss dann warten, bis man ausgerutscht ist und dann versuchen, neu Fuß zu fassen. Und bei den Mengen, die ich so laufe, hat man da weniger Lust drauf. Ja, wo wir beim nächsten Thema wären. Ich habe die Woche schon 52,5 oder so gemacht. Das ist mal ein guter Schnitt für neben der Arbeit, weil ich hatte auch einiges an Arbeit. Das ist natürlich was ganz andere Zahlen, wenn man jeden Tag hiked wie auf dem Panoramasteig. So, und jetzt muss ich noch mal gucken, wo ich euch noch restliche Instruktionen aufnehme, weil der Wind ist heute ein anderes Problem. Der wird heute stärker sein, was mich mit der Drohne einschränkt. Ja, bevor uns jetzt der Wind hier die Aufnahme komplett zerstört, würde ich sagen, ihr zieht die Wanderschuhe an, kommt einfach mit. Alles Weitere erkläre ich dann später auf dem Weg. Ja, Wanderschuhe anziehen, dann kommt einfach mit. Bis später. Indikator dafür, was ich gerade gesagt habe, dass von den Feldern hier noch eine ganze Menge runterfließt, was nicht von der Talsperre erfasst wird. Das da unten ist die Brambecke. Die Brambecke ist eigentlich nur ein Bach. Aber jetzt komme ich hier die Straße hoch und ihr seht, dass da vorne
Da fließt ein Bach runter und da unten durch die Bäume könnt ihr die Brambäcker auch sehen und wir können sie hören. Hört sich an wie ein Fluss jetzt. Wir kommen da unten jetzt noch mal dran vorbei. Ich finde das nur immer eindrucksvoll, wenn ich hier oben herkomme und ich höre die Brambäcke. Normalerweise ist das ein Bach, der murmelt da unten ganz leise lang. Da hört man gar nichts von. Jetzt hört man den hier schon von der Straße aus. Das ist viel, aber das ist auch noch nicht Hochwasser. Ihr habt ja gesehen, die Flutmarkierung im Haus Bielstein, da passt noch einiges in Beinburg rein. Aber das sollte es nicht tun. Ja, die Sonne kommt jetzt immer weiter raus, seitdem ich da an der Fischtreppe mit der Drohne zugange war. Da habe ich gerade vergessen, hier nochmal die Drohne hochzuziehen, obwohl hier oft nicht viel zu sehen ist, außer eine volle Wupper und umgeknickte Uferbepflanzungen. Ich wollte eigentlich, also in solchen Situationen, wo man nicht weiß, wie die Wupper sich hier verhält, macht es halt wenig Sinn, außen rum zu gehen und dann rein, weil wenn man nicht über die Brücke kommt, muss man nochmal um den Pudding laufen. Deswegen laufe ich erst in die Halbinsel rein und gucke dann, wie ich wieder rauskomme. Und jetzt hier über die Brücke konnte man noch drüber gehen, das war jetzt alles noch nicht so im schlimmen Bereich und deswegen habe ich das gemacht. Ja, raus wollte ich jetzt eigentlich, ich hatte gesehen, da geht auch ein Weg hinter der Klosterkirche her, den habe ich bisher noch nicht gemacht, den wollte ich eigentlich rocken, aber da man ja jetzt über die Brücke drüber kam, hatte ich mir überlegt, ich schaue mal hier die weiteren Zuflüsse an. Jetzt gerade hatten wir die Deitenbecke uns angesehen. Die Brambecke ist eigentlich ungefähr genauso groß wie die Deitenbecke. Beides sind jetzt schon kleine Flüsse und nicht mehr nur Bachläufe. Überall kommt es raus und überall sammelt sich der Abraum.
Thema Erosion. Die ganzen Blätter, die im letzten Herbst runtergekommen sind, dürften mittlerweile alle den Bach runter sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Blöd ist, ich konnte jetzt nicht da in die Senke zur Öhlenbecke gehen, weil dafür sind meine Schuhe wirklich zu gekniffen. Also auch wenn ich da als gerade laufen gelernter Bube schon drüber gestiegen bin und genau weiß, wo ich hintreten muss etc., mache ich das jetzt nicht. Genauso ist hier runter. Das ist noch so eine kleine Höhle. Das wäre noch ganz interessant, da mal reinzuschauen. Aber da müsste ich hier auch an der Böschung rumklettern. Und das macht mit meiner jetzigen Besohlung keinen Sinn, wenn ich hier schon oft noch mal einen Boden wegrutsche. Ja, wie gesagt, Wupper ist böse voll. Ich würde jetzt mal sagen, für ungeübte Augen auch schon sehr voll. Aber wenn man das beachtet, was ich am Anfang der Tour erzählt hatte, dass die Wuppertalsperre nur ein bisschen mehr ablässt, die es scheinbar im Auge behalten, dürften die eigentlich ungefähr einen Plan haben, wie viel die rauslassen dürfen, damit hier nicht noch mal eine Katastrophe gibt. Gut ist, dass wir heute so einen Tag haben, wo es nicht regnet, damit das Ganze erstmal ein bisschen abfließen kann und sich beruhigen. Aber wie gesagt, die Wupper wird ab hier noch voller, weil ihr seht das, überall tropft die Hänge runter. Die Brambecke, die wir gerade schon gesehen haben, als wir nach Beinburg runter sind, die trifft erst bei Vorwerk auf die Wupper. In der Kurve bei Vorwerk kommt die in die Wupper rein. Das heißt, das Wasser ist jetzt hier noch gar nicht drin. Achtung, krasse Entengang. Antwort nicht. Da ist auch Zug hinter, also man sieht das, da ist ordentlich Strömung. Ja, und jetzt werde ich das sehr interessant finden. Man kann ja jetzt, wenn man von Beyenburg in die Stadt reingeht, kann man beobachten, wie die Wupper vom natürlichen Auslaufzonen, wie da jetzt, die könnten da jetzt in die Schrebergärten noch rauslaufen oder hier vorne ist auch noch so ein Auslaufgebiet da, das ist jetzt natürlich überschwemmt, aber die hat hier überall noch so Zonen, wo der Wupperverband auch drauf geachtet hat, vor allem Richtung gerade vom Wald Richtung Dahlau, wo die so ein bisschen Auslauf hat, um sich zu beruhigen. Denn das Thema ist, sobald wir näher jetzt nach Wuppertal reinkommt, umso mehr wird die Wupper in ein Korsett gezwängt und dann bekommt die Zug und wird höher. Klar, ne? Das Wasser muss ja irgendwie da durch, also wird der Druck höher. Und hier kann sich das so ein bisschen beruhigen und vielleicht sogar ein bisschen versickern bei den Flächen, die ja nicht ständig unter Wasser stehen. Wir gehen mal weiter, wir gucken uns das weiter an und ich sag mal bis später. Korrigieren. Ich hatte vorhin gesagt, die Brambecke kommt in der Kurve von Erfurt raus, aber es ist die Wolfsbecke, die in der Kurve von Erfurt rauskommt. Das hier ist die Brambecke gewesen gerade. Bis später.
what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Fame us for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'll never stop. Hey, jetzt hat der Wind doch wieder ein bisschen zugenommen. Aber ich hab mich hier in den alten Ortskern von Langerfeld zurückgezogen. Ich sag ja immer, Langerfeld kennt ihr schon alles. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. In Langerfeld kennt ihr schon alles, wie ich ständig den gleichen Weg laufe. Ja. Das war eine tolle Tour, eine ganze Menge eingefangen, fast 200 Aufnahmen auf der GoPro mittlerweile. Dann habe ich jetzt gerade einen Akku drin, der macht mir Probleme. Der nimmt immer erst nach 10 Sekunden auf und das ist für meine Zwecke sehr nervenaufreibend, wenn man einfach nur was aufnehmen will und weiter. Oder man hat gerade ein Tier vor der Kamera und will was aufnehmen, der muss raus. Deswegen nehme ich damit jetzt die Verabschiedung auf und euch das Ambiente um mich herum. Ja, 4,5 Stunden sind wir jetzt unterwegs, 17,44 Kilometer. Jetzt mal schnell den Weg an, damit ich auch richtig laufe. Ja, das sieht gut aus. Ja, eine ganze Menge eingefangen. Hier werde ich jetzt ein bisschen weniger machen, weil ich jetzt auch heimlaufen möchte. Denn wie gesagt, nach 17 Kilometern fängt es jetzt auch schon wieder an, weh zu tun. Damit werde ich aber meinen Rahmen wahrscheinlich sprengen und über 20 Kilometer kommen, womit ich dieser Woche nochmal einen draufgelegt habe im Vergleich zur vergangenen, obwohl ich eine ganze Menge um die Öhrchen hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ziemlich alles habe ich eingefangen bekommen, was ich zeigen wollte. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Drückt die Glocke, abonniert, gebt mir ein Like, schreibt mir in die Kommentare, wie lange eure Wanderungen so sind oder wo ich das nächste Mal hergehen soll. All diese Dinge. Sonst springe ich. Till I got it, I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose.